irgendwie an einem Spielautomaten spielen solltet. Glaubt ihm nicht, haut ihm lieber eins in die Schnauze. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr das Richtige getan habt. Oder spielt gar nicht erst. Kann ich euch nur raten. Und wenn ihr spielt, dann spielt bitte bei mir. Und wenn ihr gewinnt, dann gebt bitte Trinkgeld. Denn ich mache guten Service, immer. Lady Mystique. Lady Mystique ist wichtig. Fragmentfähigkeiten. Moxalabim. Aha. Händler. Aha. Fragmentfähigkeiten an. Moxalabim an. Gut, wir müssen mal gucken. Also wir brauchen viel mehr Fragmente jetzt noch. Ich glaube, wir haben gerade mal 30 oder 40 Fragmente von 160. Wir müssen schauen, dass wir so viel wie möglich finden. So, und dann werden wir gleich an die... Hier ist ein Schatzwürfel. Kontra-Artefakt-Sturz. Okay. Ich werde mal schauen, weil hier gibt es auch noch ein Urartefakt. Das weiß ich auch. Wir gehen jetzt hier erstmal in die Spielhalle. Ab in die Spielhalle, da müssen wir rein. Wir müssen in die Spielothek rein, es geht gar nicht anders. Wir müssen suchten. Wir müssen sehen, wie sich die Walzen drehen. Na, ja. Anders geht es gar nicht. Die Maschinen haben gut zu mir gesprochen, wenn du... Ja, ich will gewinnen. Ach, guck mal, hier kannst du Dekors kaufen. Oh, da musst du aber schon schwer spielsüchtig sein. Ein Urartefakt. Das wollen wir. Setzer war damals auch ein Zocker. Deswegen Setzers Würfel. Ich will zocken! Hallo? Ah, okay, okay. Ich hab's jetzt gerafft. Tutorium. Okay. Ich will eine volle Reihe haben hier.
Ja. Gib mir Gewinne, Gewinne, Gewinne. Gib mir eine volle Reihe hier. Ja! Jackpot. Mehr. Mehr. Hey. Freispiele. Ach, das ist echt interessant, also. Die Musik kennt ihr ja schon aus Final Fantasy 13. Jackpot wo? Fast. Ja, da wird einem gleich gezeigt, wie man ...500 Münzen. Mensch, die Freispieler haben es ja echt gebracht. Wir sind jetzt bei 2000. Super Triumph-Modus. Ah, verdammt, fast. Ey, die Kiste ist doch programmiert hier. Nicht mal einen großen Schalter um hier. Es sind alles so Sprüche, die ich tagtäglich höre. Und ja, im Grunde genommen gibt es aber überhaupt gar keinen Trick, weil diese ganzen Dinger alle zufallsgesteuert sind. Deswegen kann ich niemandem empfehlen, sich da auf irgendwas zu verlassen, was da irgendwer sagt. Das stimmt nämlich alles sowieso nicht. Scheiße. Ach, verdammt.
Wir sind ja nur am Verlieren hier. Komisch. Diese Kiste ist auch manipuliert. Und jetzt? Ich glaube, da muss der Techniker mal ran. Da kannst du ja nur verlieren hier. Die schmeißen ja gar nichts, die Kisten. Ich will doch nur ein bisschen was gewinnen. Mensch, 5 Stück. Ich möchte diese 3 Küsschen haben. Diese schwarze. Die ist mit dem schwarzen Hintergrund. Das sind die Küsschen. Aber du hast auch nur eine Gewinnlinie. Oder 3. Weißt du was? Dann werden wir 1 machen. Besetzt. So, schmeiß die Kiste. Okay. Die manipuliert die Kisten. Die manipuliert die Kisten. Ah, fast. Ich will doch nur einmal den Kackpot knacken, den Jackpot. Komm, einmal 3 Küsschen. Diese Kisten wollen uns verarschen. Das ist ja schlimmer als in der Realität. Aber die Gewinnchancen sind hier irgendwie gleich, absolut gleich null. Du kriegst nicht mal einen kleinen Gewinn. Gar nichts. Wir hätten fast 3 Toren gehabt.
Immerhin, immerhin. Das Dreifache unseres Einsatzes zurück. Wir haben ja genug Münzen zum Spielen. Aber ich will hier einmal wirklich das 500-fache meines Einsatzes haben. Das 500-fache wären 25.000 und damit hätten wir zumindest das Urartefakt. Versteht ihr, wie ich meine? Nur deswegen spielen wir jetzt gerade am Spielautomaten. Deswegen